Heute hat das Alten-Service-Zentrum in Sudenburg, kurz ASZ, seine Türen für alle Neugierigen und Interessierten geöffnet. Herzlich wurde man zum 7. Tag der offenen Tür willkommen geheißen. Infostände von vielen Kreativgruppen, Vereinen und Verbänden boten ein liebevoll gestaltetes Programm und umfangreiche Informationen an. So konnte man seine Sehfähigkeit bei einem Augentest prüfen lassen, etwas über Kräuter lernen und die Kinder konnten ihre Kreativität freien Lauf lassen. Natürlich wurden auch die vielfältigen Serviceleistungen der Einrichtung vorgestellt. So trifft sich das Seniorentheater einmal in der Woche zum Proben. Es gibt einen Kammerchor und eine Seniorentanzgruppe. Pflegedienste und Hilfe in allen Lebenslagen wird ebenfalls geboten und das sind einige von vielen Angeboten. Mit dem heutigen Tag der offenen Tür verfolgten die Mitarbeiter des alten Servicezentrums vorbildliche Ziele. Wir versuchen einfach, neue Gäste, neue Besucher zu gewinnen für unsere Einrichtung, sie zu interessieren für unsere Angebote. Sie haben ja vielleicht gesehen, wir hatten zu Beginn der Veranstaltung unheimlich viele Gäste hier, auch aus Pflegeheimen, behinderte Bürger. Wir hatten die Alzheimer-Gesellschaft hier zu Gast und wir haben auch Kindergartenkinder heute hier, weil wir ja versuchen, wie gesagt, vernetzend zu wirken und wollen auch so ein bisschen, dass wir den Dialog der Generationen hier so ein bisschen beleben. Die Stimmung bei Alt und Jung waren ausgelassen und fröhlich und man sah, wie gut der Dialog zwischen den Generationen funktionieren kann. Schon in Kürze bietet sich eine neue Gelegenheit für Bildung und Geselligkeit. Am 11. August findet eine Buchvorstellung statt, zu der die ASZ Jung und Alt herzlich einlädt.